Was kann uns Andreas Kolb bei seinem Heimweltcup zeigen? Seit 1,2 Sekunden, 56 km. Come on, Andy. Wow, wie kann man das so fahren? Unglaublich. Ohne Ansatz direkt mit dem rechten Pedal an den nächsten Baum ran. Gesponsert vom Bikeverkehr, die Fins drehen durch. Jawohl. Drückt es weg, er bleibt tief. 58, 259, 3. Hallo und herzlich willkommen. Ich stehe hier neben dem neuen Nationalheiligtum von Österreich. Darf ich ganz kurz sagen, wie sehr ich mich freue für dich und auch für Walli, dass ihr hier für eure Homecrowd gewonnen habt. Das muss so geil sein. Danke, ja, es ist abnormal, also wirklich, ich glaube, vor allem für die deutschsprachige Szene ist es abnormal geil. Ja, richtig, also die Kids von heute haben jetzt wieder einen Star, zu dem sie hochschauen können. Ich glaube, spätestens jetzt, wenn nicht schon letztes Jahr. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns einmal ein bisschen dein Rad an. Ich stelle den Leuten ein bisschen die Teile vor und dann gucken wir mal, was du noch dazu zu sagen hast. Ha? Hört sich gut an. Wunderbar. Wo wollen wir jetzt anfangen? In vielerlei Hinsicht ist das AM200 von Atherton Bikes nämlich ein wahrer Wolf im Schafspelz. Wobei, auch dieses Schaf ist schon ziemlich schick frisiert. Beginnen wir mit der vielleicht offensichtlichsten Außergewöhnlichkeit, dem Herstellungsprozess des Rahmens. Bei Atherton setzt man nämlich auf ein System aus Carbonrohren und Titanmuffen. Wahrscheinlich könnt ihr es euch schon denken, aber bei so einem modularen Konzept ist man bei Atherton deshalb nicht nur in der Lage, wahnsinnig schnell neue Prototypen zu entwickeln, nein, auch der Endkunde hat bei Atherton die Möglichkeit, ein vergleichsweise sehr individuelles Rad zu kaufen. Neben den ganzen 12 feststehenden Größen, wobei Andy auf Größe Nummer 8 unterwegs ist, gibt es nämlich auch die Möglichkeit, für einen Aufpreis ein komplett maßgeschneidertes Rad zu bekommen. Die Muffen selbst stammen aus einer Art 3D-Drucker, Stichwort additive Fertigung, wodurch gegenüber Alu und Carbon auch nochmal ganz neue Konstruktionsmöglichkeiten entstehen. Wer sich da aber gezielt für interessiert, kann gerne mal bei den Kollegen von GmbH Tech reinschauen. Andy, größentechnisch wahrscheinlich knapp 1,90 Meter, ist auf jeden Fall mit einem Reach von 480 mm unterwegs. Das Heck misst 455 mm. Sein FSA Gradient Lenker hat der Österreicher auf 780 mm runtergekürzt und wo wir schon am Lenker sind, lasst uns doch mal einen Blick auf die Anker werfen. Genau wie an den Rädern seiner Teamkollegen findet sich auch hier die Hayes Dominion in Kombination mit der Shark Disc von der Firma Galfa. Für mich ganz spannend, während Rachel zum Beispiel mit zwei 200er Scheiben unterwegs ist, setzt Andy am Vorderrad auf den großen Pizzateller mit 223 mm. Die Bremse ist montiert an der neuesten und zumindest was die Technik im Inneren angeht, bisher unveröffentlichten Fox 40 und eben weil die Gabel sich im Inneren so stark von dem, was ihr vielleicht habt, unterscheidet, wäre jegliche Information, was die Settings angeht, auch wirklich relativ irrelevant. Bestückt ist das Ganze aber mit 6 Volume Spacern, Andy mag es also progressiv, so viel ist schon mal klar. Kommen wir zum Dämpfer und damit auch zu dem super spannenden Aufbau des Hinterbaus. Was zunächst wie ein klassischer Horstlink oder Viergelenker aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein Sechsgelenker oder Six-Bar-Design, wie man in der Bike-Branche so schön sagt. Direkt hinter dem Innenlager verstecken sich nämlich nochmal zwei Links. Vor einer Weile habe ich mal ein Video über High-Pivot-Bikes gemacht und bin damals zu dem Schluss gekommen, dass Bike-Design immer eine Frage der Kompromisse ist und so auch in diesem Fall. Natürlich sorgen die zusätzlichen Links an Andys Bike für mehr Gewicht, Komplexität und auch Wartungsaufwand. Auf der anderen Seite war Dave Weigel, der jetzt schon legendäre Ingenieur hinter der DV6 Suspension Plattform, aber dadurch in der Lage, mehrere bei einem konventionellen Viergelenker unvereinbare Ziele miteinander zu kombinieren. Herausgekommen ist also ein neues Konzept namens Progressive Two Linear, butterig am Anfang und dann aber recht schnell mit viel Gegenhalt und ohne im weiteren Verlauf Wahnsinnssprünge zu machen. Ein berechenbares Bike, also viel Grip und theoretisch steht man tendenziell eher hoch im Federweg und ist damit auch jederzeit ready für den nächsten Einschlag. Bei Andy kann man das auf jeden Fall auch ganz gut auf der Strecke sehen. Die schlussendliche Dämpfung übernimmt hier übrigens der Fox DHX2 mit der im Handel erhältlichen 500er Feder. Wenn wir ein bisschen tiefer blicken, erkennen wir als nächstes eine FSA-Kurbel, auf der überraschenderweise ein O-Chain-System zur Verringerung von Kettenrückschlag montiert ist. Überraschenderweise, weil das Bike eigentlich keine substanzielle Kettenlängung über den Federweg produziert, vermutlich will man sich hier aber wirklich einfach absolute Ruhe schaffen. Geschaltet wird im Team Atherton mit SRAM-Komponenten, wenig überraschend findet sich in Form der K-Force-Kassette, aber auch hier nochmal ein Produkt aus dem Hause Fullspeed Ahead. Werfen wir zu allerletzt noch einen Blick auf die Reifenwahl. Logisch, Andy hat sich da an der Produktpalette seines Sponsors Continental bedient und für den Weltcup in Leogang den Allzweckreifen Kryptotal auf die Stance Flow EX3 verwendet.
Felgen aufgezogen. Und damit wollen wir das Rad erstmal Rad sein lassen. Ab nach Leogang zu unserem kleinen Interview. Ja, was für ein Rad, ne? Ich glaube, es macht ziemlich viel Spaß zu fahren. Ey, es macht mega viel Spaß. Ja. Ich glaube, das ist einfach das Coole an dem Ding. Es macht einfach immer Spaß. Es ist, ich sage immer, ein natürliches Bike. Es ist nicht so, wie jetzt irgendein Hype-Pivot oder was weiß ich. Es ist einfach wirklich, du setzt das Bike in der Kurve und du bekommst das, was du erwartest. Okay. Es kommt immer genauso zurück, wie du willst. Okay, ja. Wo andere Bikes, die sind halt vielleicht wieder besser in extrem roughen Sektionen und dafür ist halt wieder irgendwo anders wieder schlechter. Ja. Also das ist einfach, ich glaube, overall echt top massiv gut. Ja. Top-Arounder sozusagen. Ja. Okay. Das Besondere an den Atherton Bikes ist ja, dass man die wirklich ziemlich krass individualisieren kann, irgendwie was die Größen angeht und so weiter und so fort auch. Gibt es irgendwelche großen Unterschiede zwischen deinem Bike und dem von deinen Teamkollegen? Ich glaube nicht. Nur minimale Sachen, also ein bisschen steilerer Lenkwinkel bei mir. Wir haben jetzt alle einen anderen Flex zu letzten Jahr, aber das ist jetzt alles eigentlich schon bei den Verkaufsbikes genauso gleich. Also ja, im Endeffekt ist es genauso, wie man es kaufen kann. Okay. Ja. Und ein bisschen weicher hinten raus geworden, glaube ich, oder? Dass ein bisschen mehr sich den Weg sucht tatsächlich mehr auch. Grip. Okay. Eindeutiger. Sogar auf der Dämpfung auch besser geworden. Ja. Also ist wirklich übers dünnere Carbon einfach besser. Okay, spannend, spannend. Super, trotzdem haben wir da unten noch so einen kleine Ölwanne, hast du vorher gesagt. Ja, genau. Was hat es damit auf sich? Wir hängen da seit letztes Jahr Gewicht unten drauf. Mhm. Was, ja, manche machen sich lustig darüber, aber es ist einfach, das Bike macht oft gerne die Bewegung. Mhm. Also generell jedes Bike und du bekommst dann einfach einen stabileren Lauf, wie sagt man? Ja, stabilere Laufruhe. Fahrgefühl vielleicht. Laufruhe bekommt man hin. Ich habe es auch mal eine Zeit lang bei einem Fahrer probiert und es war, ich fand es nicht schlecht. Ja, ich glaube, gerade so wie es ja bei uns ist, dass der Dämpfer ein bisschen höher oben ist und so weiter, dann willst du unten das Gewicht haben. Ja. Und ich habe sogar gesehen, Kommerzialfahrer machen es sogar schon. Also okay. Ja, ich glaube, jeder will da unten das Gewicht haben. Ja, richtig. Stabil. Eigenes Interesse habt ihr auch mal vorne unter der Gabel probiert? Selber nicht. Ich habe es bei anderen Fahrern gesehen. Okay. Und ich habe es eigentlich schon gewusst, dass das nicht funktioniert wird. Ja. Und die haben dann gleich gesagt, oh, ich bekomme auf einmal so Armband. Ich so, ja, komisch. Okay, nicht aber schlecht. Ja, probieren muss man es ja eigentlich fast. Probieren muss man es, okay. Erzähl uns vielleicht nochmal ganz kurz über deinen Run gestern. Wie waren die Momente sozusagen nach dem Run? Hast du gedacht, das reicht, als du unten ankamst? Nein, also wie ich direkt ins Ziel angekommen bin, habe ich gewusst, wissen tut man es nie, aber ich habe schon geglaubt, dass wir ein Podium-Run sein wird. Aber dass für einen Sieg reichen wird, hätte ich nie geglaubt, weil ich wirklich oben zwei Fehler gemacht habe, die was schon so circa eine Sekunde gekostet haben. Also ja. Okay. Da war schon noch was drinnen oben, aber unten habe ich dann wirklich stehen lassen und das hat mir dann in den Arsch gerettet. Ja, aber ist ja auch wirklich vollkommen egal am Ende. Vollkommen egal, weil gereicht hat es auf jeden Fall. Ich glaube, das waren 10, die gab es noch bei ganz wenigen Weltcups. Also bei der WM letztes Jahr in Frankreich, aber auch hier, das war wirklich, glaube ich, ziemlich denkwürdig, was da passiert ist. Mega geil, wirklich. Danke an alle, die was da waren. Es war unglaublich geil. Ja, spektakulär, absolut. Dann würde ich sagen, will ich dich gar nicht weiter hier aufhalten. Viel Erfolg diese Saison noch. Das wird, glaube ich, noch ein ganz, ganz großes Fest. Mal schauen. Das Ziel ist erreicht, also was jetzt noch kommt, ist ganz egal, wirklich. Ich bin so happy. Okay, der Druck ist weg. Genau so ist es. Und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Danke sehr.